Hallöchen und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Video hier auf dem Kanal, und zwar geht es heute um den Rechner. Genau, um den Rechner. Ich wurde ja in letzter Zeit oft gefragt, Lars, was hast du eigentlich für eine Kiste unterm Tisch stehen? Und ich habe mal gesagt, halt, nein, stopp, es bleibt nicht alles so, wie es ist. Wir kriegen einen neuen in Zusammenarbeit mit One.de und Asus, und wenn der da ist, dann zeige ich ihn euch. Jetzt habe ich das Problem, ich habe keine Vlog-Kamera. Das mit dem Handy zu filmen oder mit der Webcam ist echt schäbig. Die Qualität ist nicht so geil, sehen wir aber gleich, weil hier wird ja nichts vorenthalten. Ansonsten ist der Rechner von der Aqua-Serie von One.de. Der Link ist in der Videobeschreibung, da könnt ihr einfach drauf drücken, dann seht ihr den Rechner sofort mit allen Details. Aber so ein paar kleine Randinfos. Er hat ein i7-8700K, eine GTX 1070 Ti, 32 GB Arbeitsspeicher und ist eine flotte Kiste, muss man einfach mal sagen. Ich zeige euch jetzt, wie das Ganze mit dem Handy aussieht, und währenddessen erzähle ich euch nochmal ein bisschen was. Der Rechner ist von Hand zusammengebaut und das Ganze auch in Deutschland. Dazu hat er auch noch eine 500 GB SSD und ist sehr, sehr leise, muss ich sagen. Also für die Power, die er hat, ist er wirklich super leise, und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was der Rechner so kann. So, da befinden wir uns in Minecraft, unser Daily Business, ohne Shader, ohne alles, trocken Minecraft. So wie es ist in der PC-Java-Version. Und wir haben die Grafikeinstellung auf 8 Chunks, also 2x4, auf 8 Chunks, was als Standard gilt. Ne? Option, Grafikeinstellung, Sichtweite, 8 Chunks ist normal. So, und wir drücken mal F3. Boom, 1039 FPS, 766, 768, 759. Wir haben über 700 FPS bei der normalen Sichtweite. Ja, also da kann man sich nicht beschweren. Du hast keinen Monitor, der das mitbringt, außer du hast so einen G-Sync, FreeSync-Monitor, aber dein Auge erkennt den Unterschied einfach nicht mehr, ja? Ansonsten sieht man unter der Facecam gerade nicht, haben wir Minecraft 16 GB Arbeitsspeicher zugewiesen. Es läuft so auf 2 GB voll, aber gut, da kommen noch ein paar andere Sachen dazu. Wir werden nämlich jetzt einfach mal hingehen und werden das Ganze mal auf eine absurde Reichweite stellen. Absurd. 64 Chunks. Ne, hier steht sogar absurd. Ja. Und wenn wir mal gucken... 450 FPS, 260, 300, 250, irgendwo da pendelt es sich ein. Die Chunks werden geladen, damit gehen die FPS auch ein bisschen runter, weil halt einfach immer, immer mehr Detail in der Entfernung dargestellt werden muss. Jetzt haben wir noch 100 FPS, 116, aber ganz ehrlich, es ist absurd. 64 Chunks funktionieren ohnehin nur im Singleplayer. Im Multiplayer funktionieren nicht mehr wie 16 Chunks. Und deswegen nehmen wir jetzt auch mal 16. 24, 18, 16, weit. Mehr geht nicht im Multiplayer. So, und bei 16 FPS haben wir, 16 Chunks haben wir 330, 320, 270, 220, je nachdem wie Chunks aufgebaut werden, 240, 250 FPS. Also man kann sich absolut null beschweren, man kann super flüssig spielen. Es baut sich sehr schnell auf, wir haben 430 FPS jetzt wieder. Und ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal mit einem richtig knüppelharten Shader, der unsere Grafikkarte und unsere CPU mal so richtig in Anspruch nimmt. So, wir haben 16 Chunks mit dem Renewed Zeus Shader, also den Sonic Eater Unbelievable Shader, ist einer der wirklich knackigsten Shader, die es gibt, die auch wirklich deinen Rechner auffressen. Ja, also Shader sorgen ja dafür, dass das Lichtverhältnis anders wird in Minecraft, und hier sehen wir jetzt schon den himmelweiten Unterschied. Wir sehen das Wasser, es sieht unglaublich echt aus. Wir sehen auch hier die Wellen, sogar das Licht spiegelt sich unter Wasser, und wir sind immer noch bei 16 Chunks. Wir gucken mal. Wir haben 100 FPS. Das heißt, es hat unsere FPS etwa um die Hälfte geschluckt, aber wir sind immer noch über 100 FPS, wir sind immer noch flüssig unterwegs. Wir können immer noch zocken wie ein Blöder, und das Ganze interessiert unseren Rechner nicht. Der Arbeitsspeicher geht jetzt mal hoch auf 4 bis 5 GB im Gebrauch, aber hey, wir haben 32 und wir können Minecraft einfach mal einen Haufen Arbeitsspeicher zuweisen. Ja, also es sieht unheimlich gut aus, und es ist mit 16 Chunks, mehr geht nicht im Multiplayer. So, gehen wir einmal auf die Standard 8 Chunks, die normal sind. So. Dann sehen wir, ja, es sind 120 FPS. Also ihr merkt schon, mit einem Shader bringen die Chunks nicht mehr all so viele FPS mit sich mit. Was aber wirklich einfach daran liegt, dass der Shader unheimlich, unheimlich Rechenleistung frisst. Aber dieser Rechner, der macht immer noch alles mit. Und jetzt ein wunderbares Lichtspiel hier, sehen wir schon. Sieht unheimlich gut aus. Aber wir werden jetzt mal mit diesen 110, 120 FPS bei 8 Chunks einfach mal auf absurd gehen. 64 Chunks.
Das geht im Multiplayer gar nicht. Im Singleplayer geht's aber. Und wir werden uns jetzt das Ganze mal angucken. Es wird aufgebaut nach und nach. Es geht immer noch relativ schnell dafür, dass es 64 Chunks in jede Himmelrichtung sind, ne? Und wir haben 60 FPS. Es wird noch ein bisschen runtergehen, solange die Chunks noch aufgebaut werden. Wir sehen ja, da hinten tauchen immer noch Chunks auf. Ne? Aber guck mal, wie schön hier sogar sich das so spiegelt im Wasser. Weißt du, so richtig, richtig dieses Luftflimmern haben wir da hinten. Das sieht richtig, richtig gut aus. Und wenn wir jetzt mal gucken, haben wir noch 56 Frames. Wenn wir hier in den Wald reingucken, ne, sehen wir auch, da hinten werden noch Chunks geladen. Hier wird noch aufgebaut. Das Licht wird richtig schön gebrochen. Wir können auch mal hier so, da sehen wir diese bläuliche Verfärbung, wenn man in die Ferne guckt. Das ist auch vollkommen natürlich, liegt am Shader. Aber wir haben noch 50 FPS. Also selbst auf absurd könnte man immer noch irgendwie um die 30 FPS spielen. Ja, also es ist der Wahnsinn, was diese Kiste hergibt. Und das ist der Grund, warum wir, also ihr da draußen, ich, One.de und Asus uns zusammengetan haben, damit wir das nämlich flüssig und wunderbar erleben können. Ja, das ist der Rechner, den wir von One.de in Zusammenarbeit mit Asus bekommen haben. Ich muss sagen, Dankeschön. Danke an euch da draußen, danke an One.de, danke an Asus, ja. Weil ich bin letzten Endes nur der Spackomat vor der Kamera. Aber dank euch da draußen und dank den anderen Unternehmen ist es uns möglich, in super Grafik, super smooth unser Spielerlebnis zu erleben. Vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Der Link ist in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch die Rechner angucken. Es gibt verschiedene in der Aqua-Serie. Und ich denke einfach, der Test, der hat gezeigt, dass wir jetzt alles machen können, was wir wollen, dass wir keine Probleme mehr haben und einfach unsere Power, unsere Leistung mal genießen werden und auch ausnutzen werden. Vielen lieben Dank, ich bin raus. Ciao mit V.